Wir waren stolz, Deutschland war stolz auf diesen Papst, Benedikt. Doch jetzt das neue Missbrauchsgutachten. 497 Missbrauchsfälle im Erzbistum München und Freising. Also dort, wo Josef Ratzinger Erzbischof war. Ein Erdbeben, das durch die katholische Kirche fegt. Dieses Dokument über sexuellen Missbrauch wirft neue Schatten auf unseren Ex-Papst Benedikt XVI. Und belastet ihn schwer. Der Vorwurf, in 4 Missbrauchsfällen soll er als damaliger Erzbischof nichts unternommen haben. In 2 Fällen blieben die Täter sogar weiterhin Seelsorger. In insgesamt 4 Fällen sind wir zu der Einschätzung gelangt, dass dem damaligen Erzbischof Kardinal Ratzinger in Fällen sexuellen Missbrauchs ein Fehlverhalten vorzuwerfen ist. 2 dieser Fälle betreffen während seiner Amtszeit begangene und staatlicherseits strafrechtlich sanktionierte Missbrauchstaten. Der emeritierte Papst beteuerte nach dem Gutachten Schock und Scham, weist in einer Stellungnahme aber alle Vorwürfe von sich. Wir halten die Aussage oder die Angabe des Papstes Benedikt, er sei in dieser Sitzung nicht anwesend gewesen, als wenig glaubwürdig. Jetzt wird Klartext gefordert. Am 19. Januar versammelten sich Gläubige in München und zeigten ihre Solidarität gegenüber den Missbrauchsopfern. Insgesamt wurden in dem Gutachten 497 Missbrauchsopfer und 235 mutmaßliche Täter im Zeitraum von 1945 bis 2019 ermittelt. Über diesen Missbrauch müssen wir reden, hier bei Bild. Und das tun wir mit unserem Bild-Papstexperten, mit Albert Link. Grüß dich, Albert. Hallo. Die entscheidende Frage in diesem Fall, wie viel Missbrauch verantwortet unser Papst Benedikt? Na, ich glaube, der Schock bezieht sich schon darauf, dass er weiß, dass die ganze Welt jetzt das Gutachten kennt und dass ganz klar ist, von diesen 497 Fällen wären einige nicht geschehen, wenn er in seiner Zeit als Erzbischof genauer hingeschaut hätte und härter durchgegriffen hätte, wie er es später als Papst versucht hat, aber ganz offensichtlich eben in seiner Aufgabe als Bischof in einigen Fällen nicht getan hat. Ist er wegen dieser Verantwortung, glaubst du, dann auch zurückgetreten? Der Rücktritt hatte mit dem Missbrauchsskandal zu tun, ganz ohne Zweifel. Denn der Missbrauchsskandal hat die letzten 3 Jahre zumindest, vielleicht auch schon vorher, des Pontifikats überschattet und das hat ihn natürlich zermürbt und Kraft gekostet. Bei jeder Auslandsreise war es das wichtigste Thema, wollten die Journalisten vorher wissen, was ist denn, wird er Opfer treffen, wird er sich entschuldigen, und Benedikt hat wirklich was getan, was bemerkenswert war. Er hat immer gesagt, jawohl, das sind keine Angriffe von außen, es sind unsere Fehler, es ist unsere Scham. Er hat härteste Worte benutzt, er hat von abscheulichen Verbrechen gesprochen, er hat von einer Perversion des Priesteramtes gesprochen und er hat, was man ihm auch zugestehen muss, anders als sein Vorgänger, Hunderte von Priestern auch aus dem Amt entfernt, die zweifelsfrei als Täter entlarvt waren. Aber all das hat Kraft gekostet, ging gegen Widerstände und ehrlicherweise muss man natürlich aus heutiger Sicht auch sagen, war es trotzdem nicht genug. Man hätte noch härter durchgreifen müssen. Das Dilemma der Kirche, das sich bis zum heutigen Tag zieht. Nun gibt es diese Worte Scham und Schock, die von ihm verbreitet werden, von Papst Benedikt, als aktuelle Reaktion. Aber die sehen wir ihn nicht sagen. Er schweigt jetzt in der Öffentlichkeit. Warum nicht, auch wenn er ein sehr alter Mann ist mittlerweile, warum nicht sich stellen? Warum nicht das in die Kamera sagen, an die Öffentlichkeit gehen und uns genau diese wichtigen Worte schenken? Man muss wissen, dass er fast verstummt ist. Er ist fast nicht mehr zu verstehen beim Sprechen. Selbst sein Privatsekretär Georg Genswein hat gelegentlich Schwierigkeiten, das zu verstehen, was der Papst sagt. Ich glaube, es ist allein ein bemerkenswerter Zug gewesen, dass er Stellung bezogen hat zu den Vorwürfen mit 94 Jahren. Ich hätte es ihm nicht geraten, wenn ich sehe, was die Stellungnahme beinhaltet hat. Das sind Dinge, die klingen fast wie eine Relativierung. Das ist also gar kein besonders guter Zug gewesen, aber es zeigt, dass er sich sehr wohl damit nochmal auseinandersetzt und sehr wohl gewillt ist, das zu tun.
Mit der Stimme würde er es nicht können. Ich denke schon, oder ich würde ihm, so wie ich ihn kenne und die Einschätzung kenne für das Mitgefühl für die Opfer, ich würde mir vorstellen zum Beispiel, dass er nochmal zur Feder greift und einen Brief schreibt, zumindest an die Opfer, die noch am Leben sind. Denn natürlich, Bayern ist seine Heimat. Bayern ist, München und Freising ist sein Erzbistum. Natürlich kann man auch erwarten, dass es so eine Geste noch gibt. Die Frage ist natürlich, die Zeit rennt ihm ein bisschen davon. Er müsste das schnell tun, denke ich. Wie geht es jetzt weiter mit diesem Gutachten? Was wird das für Konsequenzen haben? Wie wird das jetzt gehandhabt innerhalb der Kirche? Na, es gibt ja schon zwei Dinge, die an Debatten, die eine lief schon, die andere ist losgetreten worden. Schafft die Kirche die Aufarbeitung alleine oder braucht sie doch mehr staatliche Hilfe oder muss sie sozusagen in Form von einer Wahrheitskommission die Aufklärung, die Aufarbeitung dieser fürchterlichen Vorfälle eben auf eine staatliche Ebene delegieren? Diese Diskussion gab es schon mal, aber die wird jetzt sicherlich noch mal neu entbrennen. Das Zweite ist natürlich, was die deutsche Kirche anbelangt, da ist im Zusammenhang mit den Kölner Missbrauchsfällen schon mal eine Variante diskutiert worden. Kardinal Marx hat ja schon mal seinen Rücktritt angeboten bei Papst Franziskus. Die Frage ist, ob nicht als Zeichen der Demut und des Neuanfangs das passieren müsste, was schon einmal passiert ist im Fall von Chile, nämlich dass die komplette deutsche Bischofskonferenz Papst Franziskus den Rücktritt anbietet. Dann werden natürlich nicht alle Rücktritte angenommen, aber es würde einfach zeigen, wir bekennen uns gemeinsam zu Fehlern in den nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch, das macht es ja noch schlimmer, nachdem erkannt worden ist, dass es die Aufarbeitung jetzt geben muss, dass da einfach vieles trotzdem und weiterhin nicht vorangekommen ist. Das ist die Verantwortung von unserem emeritierten Papst Benedikt an den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche. Bild-Papstexperte Albert Link bei uns im Studio. Danke. Dankeschön. Danke.